Achim, du bist einer der einflussreichsten Personen in der DTM. Du und dein Team, ihr steuert alles, was in und mit der Rennserie passiert. Was du genau machst, was Ominöses du genau machst, darauf kommen wir gleich. Mhm. Wichtiger für mich nochmal, du hast ja gemeinsam mit deinem Team 2019 eine völlig neue DTM auf die Beine gestellt. Ehrliches Fazit? Ehrliches Fazit für 2019, Zwischenfazit müssen wir fast sagen, 2019. Und dass wir es wirklich gut geschafft haben, jetzt mit einer neuen Marke erfolgreich den Aufbau weiter zu bestreiten. Also im Moment gerade noch keine kritischen Sorgenfalten. War ja schon ein gewagter Schritt eigentlich. Natürlich war es ein gewagter Schritt, aber der war ja auch ein Stück weit unbeabsichtigt. Wir sind ja in die Serie reingegangen zur Neuausrichtung. Da war Daimler noch mit an Bord, Mercedes-Benz als Marke. Letztes Jahr dann, sage ich mal, der Ausstieg nach 30 Jahren und mit einer tollen neuen internationalen Marke. Ein Stück weit, sage ich mal, ja, eine Weiterentwicklung, Neuanfang kann man ein bisschen sagen. Und insofern absolut zufrieden. Wenn man eine Visitenkarte von dir bekommt, dann steht da drauf Geschäftsführer der ITR. Ich habe das mal getestet hier bei den Fans und gesagt, wisst ihr eigentlich ITR, was das ist? Ja, da und das ja Interessante war, die meisten wussten es nicht, obwohl das ganz, ganz nah bei den anderen drei Buchstaben, nämlich DTM ist. Erklär mal, was macht ihr eigentlich bei der ITR? Ja gut, wir sind prinzipiell der Veranstalter der Serie. Man kann das vergleichen jetzt mit einem Fußballverband, ja, der veranstaltet im Prinzip die Bundesliga. Wir veranstalten die DTM als Serie und so haben wir Teams, Hersteller, das sind unsere Vereine, wenn man es so mal vergleichen mag. Wir orchestrieren im Prinzip und managen und vermarkten die Sportveranstaltungen, die wir dann natürlich an verschiedenen Standorten stattfinden lassen. Du bist jetzt selber seit ungefähr 2 Jahren mit dabei und da hat sich viel verändert. Beziehungsweise jetzt kann man ja sagen, du und dein Team, ihr habt viel verändert. Was waren so die wichtigsten Milestones für dich? Milestones waren im meisten eher von extern getrieben. Wie gesagt, hauptsächlich durch das Thema Markenwechsel fast. Meilenstein jetzt, den man sagen kann, aber aus dem Reglementssicht heraus ist im Prinzip jetzt die Anbindung mit dem Vierzylinder oder die gemeinsame Entwicklung des Class One Reglements und dieses Jahr dann so das erste Mal durchführen auch. Gemeinsam zu fahren, das ist schon ein Meilenstein. Mal in Japan zu fahren, auf einer technischen gleichen Basis, kann man schon als Meilenstein bezeichnen. Aber der kommt ja noch. Was ist das für ein Anspruch, den ihr habt? Naja, der Anspruch ist, auf jeden Fall die Serie weiterzuentwickeln, zu internationalisieren, zu wachsen, im Kalender zu wachsen, mit Marken zu wachsen und das auf einem Niveau, das die DTM schon seit Jahren hatte. Also es ist ja eine Profi, sage ich mal, Veranstaltung. Wir differenzieren uns jetzt im Vergleich zu einem Kundensport. Wir wollen ja natürlich einer breiten Masse, sage ich mal, Motorsportbegeisterten eine Unterhaltung bieten und insofern ist der Anspruch mit den Premium-Anbietern, die wir haben, entsprechend die Bühne zu bereiten, um kundenfangerechtes Produkt zu übermitteln oder die Experience auch darzustellen. Also das ist der Anspruch. Der ist hoch, weil wir uns natürlich jetzt nicht nach links oder nach rechts schauen wollen und nach hinten, sondern wir wollen größer werden. Und wenn es im Motorsport große Serien gibt, gibt es nicht so viele. Ja, also ist der Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Ihr seid ja gestartet als Deutsche Tourenwagen Masters. Jetzt hat sich das Ganze relativ schnell irgendwie europäisch weiterentwickelt. Ihr seid relativ schnell an europäische Rennstrecken gegangen, eigentlich von Tag 1 an, kann man so sagen. Jetzt habt ihr auch noch, nachdem Mercedes rausgegangen ist, nicht mehr nur rein deutsche Hersteller hier drin, sondern Aston Martin ist mit dabei. Ist es jetzt nicht langsam in der Zeit zu sagen, wir gehen in Richtung europäische Imagebildung auch nach außen? Das war schon Anfang an eigentlich klar, dass es in die Richtung geht. Schon 2017, als die ersten Diskussionen da waren. Ich meine, Gerhard Berger ist ja in die Serie als Vorsitzender gekommen und genau diesen Weg auch mit den Herstellern voranzutreiben. Also die Entscheidung gab es schon. Ja, und Internationalisierung bedeutet eben halt nicht nur im Kalender, sondern auch auf dem Grid. Das sind wirklich deutsche Roots, die wir haben. Die wollen wir europäisch ausspielen. Vielleicht mit globalen Ansprüchen ein Stück weit. Ja. Und insofern muss es auch irgendwann mal im Namen natürlich zu finden sein. Oder zumindest mal der Name auch das ausdrücken, was man natürlich auch von der Gesamtvision her an den Motorsportveranstaltungen dann anrichtet. Und sensibel damit umgeht, weil das ein nicht einfacher Prozess ist. Ja. Markenwerte sind heute viel mehr wert, als man glaubt. Ja. Es gibt viele Brands, die eigentlich nur vom Markenwert leben. Und der Markenwert der DTM ist gehörig. Ja. Wenn man mal die Bekanntheit allein in Deutschland anschaut, ist nach der Formel 1 die zweitbekannteste Motorsportserie, wirklich mit Abstand. Gibt's mehrere Optionen und wir arbeiten fleißig dran. Optionen werden ja auch diskutiert, wenn man mal auf die Technologie schaut, auf die Antriebstechnologie, um ganz genau zu sein. Du hast gerade schon gesagt, Gerhard Berger war ein Name. Der DTM-Boss hat sich da ganz klar positioniert, hat gesagt, Elektro, das ist mir zu langsam und es ist mir vor allem zu langweilig, das gibt's bei mir nicht. Zu leise hat er nicht gesagt? Tatsächlich war gar nicht so drin. Tatsächlich zu langsam und zu langweilig waren so die Hauptargumente. Wie stehst du zu der ganzen Antriebsdebatte?
Wir schauen uns das ganz genau an. Natürlich, wie andere Serien, die ersten elektrifizierten Motorsportserien stattfinden. Was sind da die Möglichkeiten aktuell überhaupt gerade? Und er sagt, es ist zu langsam. Da hat er wohl recht, weil schlichtweg die Kapazitäten natürlich aus, wenn man jetzt mal rein auf den elektrischen Antrieb schaut, begrenzt sind. Ja, was jetzt Topspeed oder sage ich mal, auch Dauer des Rennens angeht. Und bei unseren Autos natürlich, die ein bisschen schwerer sind, muss man sich das nochmals zweimal anschauen. Aber wer weiß, was die Zukunft oder die Leistungsfähigkeit der Technologien bringt. Und insofern, ja, per se muss man es vielleicht ein bisschen nicht so emotionaler anschauen, aber trotzdem, unser Hauptprodukt ist Verbrennungsmotor, ist vielleicht eine Elektrifizierung da herinnen im gesamten Antriebsstrang, aber wir bleiben jetzt, sage ich mal, auf unserem Technoprodukt und der Weiterentwicklung des Produktes mit dem Augenmerk drauf, ja, und dann schauen wir mal, was drumherum passiert. Ist ja auch so, dass die Hersteller, die hier mitfahren, ob das jetzt BMW, Audi ist, die sind ja auch alle in Elektroserien vertreten. Auch die Partner haben ja ihre verschiedenen Antriebstechnologien. Auch Schaeffler hat ja auch verschiedene Felder, in denen sie tätig sind. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, so richtig rein Hybrid? Ich meine, die Formel 1 fährt auch mit Hybridmotoren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall denkbar. Also wir arbeiten auch konkret, sage ich mal, an den Szenarien. Und nichtsdestotrotz ist der Verbrenner dann auch der größte Leistungsgeber auch in so einem Antriebsstrang. Und Hybridisierung kann natürlich auch im Renneinsatz oder im sportlichen Wettbewerb durchaus auch einen Showbeitrag oder genau diesem Ziel unterstützend beitragen. Also du sagst, in der Formel 1 ist es schon gang und gäbe. Das ist natürlich in einer sehr teuren Variante umgesetzt. Für uns ist es wichtig, dass es so umgesetzt ist, dass wir trotzdem noch einen kosteneffizienten, sage ich mal, Ansatz haben und jetzt keine Technologiemeisterschaft als Philosophie zugrunde legen. Und insofern ist die Frage eher, wie setze ich vielleicht so ein Technologiekonzept um und nicht, ob ich es umsetze. Ihr habt jetzt dieses Jahr auch was Neues reingebracht, so ein bisschen Gamification, Push-to-Pass-Funktion, so in die Richtung. Gibt es denn noch irgendwelche neuen Konzepte, an denen ihr gerade arbeitet, wo ihr sagt, ah, da kriegt man noch ein bisschen mehr Entertainment, war gerade dein Stichwort, kriegt man noch ein bisschen mehr Entertainment drin, braucht die DTM mehr Entertainment? Also ich glaube, Entertainment aus sportlicher Hinsicht bieten wir schon fast das beste Racing. Weil Racing ist für mich dann der Inbegriff des Entertainments, wenn ich es aus sportlicher Sicht anschaue. Gamification, um das aufzugreifen, was es Push-to-Pass angeht, würde ich als falschen Bezeichnung an der Stelle so betiteln, da wir mit dem Push-to-Pass ein Thema hatten, was eher reglementsgetrieben war durch die Reglementsangleichung mit Class One. Wir haben den gleichen Flügel benutzt. Insofern war es eher dann eine Thematik, auch wie gehen wir mit um, dass wir die Motorangleichung haben, aber trotzdem auch die Möglichkeit haben, die eigentlichen DRS-Funktionen, die an manchen Rennstrecken natürlich durchaus auch wiederum den sportlichen Wettbewerb oder das sportliche Entertainment unterstützen, seinen Effekt entfalten kann. Im Moment gerade ist natürlich die Automobilbranche unter starker Beobachtung. Ich nenne das jetzt einfach mal so, da kommen ganz viele verschiedene Themen zusammen. Es geht aber auch darum, nicht nur immer auf neue Antriebstechnologien umzuswitchen, sondern es geht auch darum, bestehende zu optimieren. Glaubst du, die DTM ist eine gute Plattform, um hier Technologien zu entwickeln und die in Serie zu bringen? Oder sagst du, nein, das ist eigentlich zu speziell, hier geht es wirklich darum, die Rennen zu gewinnen und daraufhin zu optimieren? Ja und nein. Also natürlich ist es eine Serie, das ist ein Sport, wo Technik stattfindet. Bei uns ist es so, dass es trotzdem erschwinglicher Motorsport ein Stück weit sein muss, professioneller Motorsport trotzdem auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz ist es eine Plattform, in der ich Technologie-Weiterentwicklungen durchaus kommunizieren kann. Also ob es jetzt Downsizing ist, wir haben es jetzt auf dem Vierzylinder, ob das jetzt vielleicht dann auch mal eine Elektrifizierung drin sein kann, die auf einem höchsten Leistungsniveau stattfindet und das mit einer, sage ich mal, Haltbarkeit, wenn man das jetzt mal so sieht, wenn man überlegt, wie unser aktuelles Motorkonzept mit den über 6000 Kilometer Laufleistung bei so einer Drehzahl und so einer Leistung und bei so einem effizienten Spritverbrauch, was wir an dem Magergemisch aktuell fahren, ist schon eine Kommunikationsmöglichkeit von Technologien, die zielgesetzt eingesetzt werden. Ja, Aerodynamik ist ein Thema, wo vielleicht dann nicht bis zum letzten Teil auch in der Serie zu viel bringen, sondern da sind Entwicklungszentren eh schon auch gut. Da haben wir andere Fokus drauf. Eben Laufleistung, Spritverbrauch, Effizienz und das mit den, ich sage jetzt fast schon traditionellen Antriebsstrang, der durchaus neue Elemente enthalten kann. Aber ja, sinnvoll Augenmerk drauf gelegt zur Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Unsere letzte Frage zielt immer auf die Zukunft ab beim Schaeffler DTM Talk. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich habe eine dezente Vermutung, in welche Richtung das für dich geht, weil du schon so ein paar Sachen angedeutet hast. Aber trotzdem auch für dich, Achim, die Frage zum Schluss. Wie sieht für dich die Mobilität der Zukunft aus? Die Mobilität der Zukunft?
es wird ein Mix sein, Mobilitätsmix. Kommt auf den Wohnort an, auf die Reise oder sage ich mal persönlichen Logistikbedarfe. Man wird vielleicht unterschiedliche Fahrzeugarten, Transportarten, Mobilitätsarten benötigen im Tagesgeschäft. Ich persönlich bin froh, wenn ich individuell entscheiden kann, aber letztendlich wird man nicht überall das Auto mitnehmen können und nicht überall macht es auch das Auto Sinn. Insofern gibt es vielleicht auch irgendwann mal die Drohnen, die bemannten, ich weiß es nicht. Ja. Das tankiert mich letztendlich nicht ganz so viel, weil für mich Mobilität auf der einen Seite eher einen funktionalen Charakter hat, der von A nach B kommen bedeutet und bei uns ein Motorsport mit einem Fahrzeug ist, das ein Teil der Mobilität, des Mobilitätsmixes ist, der Spaß machen kann schlichtweg auch und der noch einen Sport bereitet und auf den wollen wir unseren Augenmerk legen, auch noch die nächsten Jahre und ich bin überzeugt, dass es den noch eine Weile gibt. Irgendwann gibt es vielleicht hier einen Drohnenparkplatz bei der DTM, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, ich bin gespannt, danke, was für Teile, die du angeteased hast, wir wiedererkennen in der nächsten Saison, das wird auf jeden Fall spannend bleiben und auf jeden Fall auch spannende weitere Talks haben wir hier bei uns im Schaeffler-Kanal, unter anderem zum Beispiel mit unserem Fahrer Marco Wittmann und es gibt auch Insights in die Race Control, also einfach mal durchklicken und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal.